So, Freunde, herzlich willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda. Und es gibt eine Änderung, und zwar Mass Effect Andromeda gibt es jetzt nur noch dann, wenn es zum Beispiel ein gerader Tag ist, weil an ungeraden Tagen gibt es jetzt Horizon Zero Dawn. Habe ich deshalb gemacht, weil ich einfach mir ein bisschen Luft verschaffen wollte zum Vorproduzieren und so weiter und so fort, und deshalb... Automatische Protokolle aktiviert. Danke. Errichte Aufklärungsposten. Danke. Und deshalb wird das jetzt definitiv künftig so gemacht. Dadurch kann ich viel mehr Videos an den Start bringen, über einen längeren Zeitraum vorproduzieren, bin frei für Messen, Sondersachen und. Und habe auch nicht mehr diesen wahnsinnigen Druck, jeden Tag 2 Videos hochladen zu müssen. Ja, dann wollen wir mal losmachen. Wir waren ja immer noch auf diesem Planeten hier. Und sollen uns... Müssen erstmal schauen, wo wir hin müssen. Da hinten ist eine Quest. Warum gehen wir nach vorne? Entschuldigung. Da lang müssen wir. So, einmal querfeld ein. Kann ja auch nicht schaden. Und immer schön an der Wand lang. So. Da haben wir schon was gefunden. Nickel. Nehmen wir natürlich mit. Was haben wir denn hier für eine Brücke? Und warum ist hier alles zerstört? Kommen wir da hoch? Ne, da will ich nicht hin. Da will ich hin. Ja, kommen wir. Aber das ist, glaube ich, die normale Forschungsstation auf dem Planeten. Ja, wir sind wieder zurückgekehrt. Ja, okay, alles klar. Gut, da wollen wir aber nicht hin. Da wollen wir hin, so. In den Dschungel. Also das Jetpack ist schon nicht schlecht. Hier haben wir was mitzunehmen. Okay, da hoch geht's irgendwie. Mal schauen. Es geht irgendwie um dieses Ding hier rundherum. Schauen wir einfach mal. Zentrale Wildnis. Was haben wir denn hier Schönes? Kein Mensch will den Nomad anfordern. Hier gibt es ein paar Materialien, die nehmen wir natürlich mit. Was ist das denn? Ach, das ist dieses Terminal. Außenpostenprotokoll. Okay. Da hat er den Außenposten errichtet. Okay. Datenpad. Übersetzt aus dem Schillisch. Ich weiß, ich sollte mich der kürzlich aufgetauchten Stelle nicht nähern. Haben wir das nicht schon gelesen? Nachricht an Avela. Na gut. Aber ich musste es einfach versuchen. Sie hatten recht, es ist zu schwierig, dorthin zu gelangen. Relikte haben uns verjagt, bevor wir uns auf halber Höhe der Schlucht befanden. Hoffentlich haben sie mehr Erfolg. Sie hatten schon immer ein Talent für diesen Maschinen auszuweichen. Allerdings weiß ich nicht, wie sicher das ist. Und solange die Außenseiter sich herumtreiben, die mit ihren Stacheln... Haben sie schon gesehen? Keine Ahnung, was ich davon halten soll, aber ich schweife ab. Der Punkt ist, dass sie recht hatten. Wir studieren immer noch den Monolithen, aber ich werde sie verständigen, sobald wir etwas finden, das sie im Speicher erwähnen können. Torva. Okay. Warum mache ich das jetzt? Okay. Brauchen wir jetzt aber auch nicht. Wir gehen in die Wildnis. Und gehen nach da. Mal schauen, wo es da weitergeht. Ich schätze, das war's. Ja, brauchst aber nicht so schreien, das war's wirklich. Erstmal. Ich
nehme an, dass diese Pilze nicht essbar sind. Begegnen Sie der hiesigen Flora mit Vorsicht. In Ordnung? Im Dunkeln leuchtende Pilze. Wir haben... Der Schuljunge Liam wäre total aufgeregt gewesen. Alles gut, wir haben einen Monolith entdeckt. Und ehe sie sich versahen, waren sie down. Ist da noch mehr? Ja, da hinten ist noch einer. Wie wär's aber mit dem Schild? Okay, mein Schild ist gleich weg. Alle tot, alle down. Ja, hier gibt's aber irgendwas. Okay, ein biolumineszierender Pilz. Wie heißt der? Biolumineszierend. Lumi. Was? Biolumineszent. Alter. Biolumineszenter Pilz. Wer hat sich denn das Wort ausgedacht? Das ist ja wie Artefakt-Examinationsutensilarium. So, jetzt gehen wir mal da drüben hoch. Da ist eine Waffenkiste. Und da sind Überreste. Die wir einkassieren. Der zeigt schon wieder was an. Das ist aber nur ein Nickel. Okay, das war's. Wie geht's hier weiter? Hier hoch. Ja, hier geht's auf jeden Fall hoch. Die regnet sogar durch die Wand. 59 Meter. Wo sind wir denn jetzt? Ich habe sie gefunden. Die Forscher im Starsenfeld. Genau da, wo Kieran gesagt hat. Okay, wir sollen mal scannen. Ah, da gibt es wieder Buchstaben. Grüne Glühwe. Wie viele Glühwen brauchen wir denn? Gucken wir mal. Okay, wir brauchen noch ein paar Glühwen. Würde ich sagen. Ein Schlüssel. Wir brauchen mehr von diesen Symbolen. Habe ich gerade gesagt. Aber wir werden sie auch finden. So, da war einer. Da geht's weiter. Also den hat er ja gezählt, ne? Ja, den hat er mir schon gezählt. Da muss es noch weitergehen. So, was haben wir hier? Da geht wieder einer. Ja, das ist der, aber hier geht noch einer weg. Okay, lösen wir dieses Rätsel. Ja, dann machen wir uns da mal dran. Kann ja so schwer nicht sein, hoffe ich. Und zwar, gut. Das kann es schon mal nicht sein, weil das ist da. Das kann es nicht sein, das ist da. Das kann es sein. Das kann es nicht... Doch, kann es wohl sein. Das kann es nicht sein. Das kann es sein. Okay, das nicht. Das nicht. Das nicht, das kann es sein. Okay. Dann machen wir hier weiter. Kann es nicht sein? Kann es nicht sein? Kann es sein? Kann es nicht sein, Entschuldigung. Kann es sein?
Kann es nicht sein? Kann es sein? Haben wir in der Reihe noch nicht. Gut, dann machen wir hier weiter. Das kann es sein. Aber hier. Nee, das muss hier hin. So, auf jeden Fall. Sonst passt das nämlich nicht. Dann kann es das nicht sein. Das kann es sein. Dann kann das hier nur das sein. Hier kann es nur das sein. Ja. Und hier kann es nur das sein. Lösung absenden. Erfolg. Wir müssen die Monitore beobachten und Scud, verscuttete Sterne. Was? Wir sind? Wir haben? 10er Tastatur gern geschehen. 10er, ich bin Ryder. Sie müssen mir nicht danken. Ich mache nur meinen Job. Noch mehr Aliens, die einfach so aus dem Nichts auftauchen. Was geht hier vor? Die Relikt-Tech hier hatte sie in einer Art Stase eingefroren. Ich weiß nicht, wer sie sind. Halten Sie sich von mir fern! Ich glaube, er erinnert sich nicht daran, dass er eingefroren war. Packt eure Ausrüstung zusammen. Wir gehen. Unsere Leute in Palerv müssen erfahren, dass sich bei den Monolithen Aliens aufhalten. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal gesehen. Das lief ja richtig gut. Danke. Wie sieht es bei Ihnen aus, Ryder? Dass die Gesichter... Haben Sie herausgefunden, ja, was dem Forschungsteam zugestoßen ist? Wir haben das Stasefeld deaktiviert. Die Forscher sind wohlauf und bereits auf dem Rückweg. Das sind gute Neuigkeiten. Sie sollten auch herkommen. Ich habe den Eindruck, Kieran möchte mit Ihnen reden. Okay, wir haben die aus der Stasis gerettet. Aus der Stase gerettet. Das Gute ist, die Gesichtsanimationen sind echt besser geworden, muss man so sagen, wenn man das so sieht. Dann gehen wir mal wieder zurück. Und schauen mal, was hier noch so ist. Wir sollen zu Killian zurückkehren. Ja, aber wir haben ja noch mehr zu tun. Achso. Wir haben ja noch mehr zu tun. Da sind zum Beispiel noch Aufgaben. Sehe ich gerade. Da bewegen wir uns mal drauf zu. Das sind noch Überreste. Ja, auch wenn der Wert erstmal gering ist. Wir nehmen es erstmal mit. So, die Aufgaben verschwimmen ein bisschen da hinten. Jetzt geht's nach da. Ja, kann man auch machen. Ja, kann man machen. Zentrale Wildnis. Meine Sensoren registrieren eine Andromeda-Pflanzenprobe in der Nähe. Wo haben sie denn deine Sensoren die her? Da? Da? Warum tötest du den? Der greift dich doch gar nicht an. Verstehe ich nicht. Das alle, die da hinten ist noch mehr. Feinde! Wir gehen mal aufs Präzisionsgewehr. Die sind down. Ja, das waren sie. Okay, da ist Nickel. Hier muss irgendwas zu scannen geben. Da, den Pilz. Okay, haben wir den auch. Da geht's weiter. Wobei, wir können erstmal gucken, was in dem Lager. Wow, 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 wow.
was in dem Lager hier ist. Alles nehmen. Ach komm. Nickel. Ist hier noch irgendwas? Was wir eventuell gebrauchen können? Nö. Wir gehen mal weiter dahinter. Da ist ein Behälter. Das nehmen wir auch mit. Ziehen wir ein Fernrohr. So, was haben wir denn hier? Hier geht's irgendwie hoch. Schauen wir mal. Entdeckt, Abgrund der Schöpfer. Da möchte ich nicht runterfallen. Wachsam bleiben. Wir wissen nicht, was da unten ist. Ja, wir können aber mal gucken. Es sind Anblicke wie dieser, für die sich das alles lohnt. Da hast du nicht ganz unrecht. So. Aber wir kommen da nicht weiter. Wow! Deswegen geht's nach hier weiter. Hier sind überall so Schutzwände. Das sieht so ein bisschen aus wie Scanning. Broker-Angriff. Moment, sind das Turianer? Das sind Nathanos-Uniformen, Pathfinder. Die Turianische Arche? Ja, aber in Deckung gehen wir ganz gut. Der ist weg. Okay, der ist auch weg. Da kommen noch mehr. Alt drücken, um den Blick zu fokussieren. Ich brauche den Blick nicht fokussieren. Alles gut, das sind Überreste. Nehmen. Da kommen sie! Was ist das denn hier? Noch ein Erinnerungsauslöser? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Genau zwischen die Augen! Gute Idee, aber ich brauche mal die andere Waffe. Du auch. Ich sehe den nicht richtig. Das stimmt. Noch einer. Gute Arbeit. Ja, aber da ist noch einer, der ist da hinten. Okay, das waren sie. Sehr gut. Datenpad. Persönliches Log Torox Arus. Torox Arus, neuer Eintrag. Diese Dinger haben immer wieder angegriffen. Die Aliens, es vergehen keine zwei Tage ohne einen Hinterhalt. Und wenn es nicht die Aliens sind, sind es verdammte Pflanzen. Sie vergiften uns oder zerstören das bisschen Ausrüstung, das wir finden können. Ich denke dauernd an die anderen Archen. Vielleicht ist es ihnen besser ergangen und sie planen schon eine Rettungsmission, aber hoffentlich sind es nicht die Menschen. Die arroganten Mistkerle würden ewig damit angeben. Ende des Logs.
Wir sollen zu Kilian zurück. Das ist da hinten irgendwo. Da. In die Richtung. Nochmal nachladen. Persönliches Log Parfinia Perari. Ein neuer Eintrag. Irgendetwas stimmt mit diesem Planeten nicht. Pflanzen schießen hinter einem aus dem Boden. Die Bäume flüstern und ich schwöre, dass uns noch etwas anderes beobachtet als nur diese Aliens. Ich denke den Geistern, danke den Geistern für den Spectre. Wir überleben dann nur wegen Avitus. Okay. Wir begeben uns zum Nickel. Geht's hier weiter? Irgendwie nicht, oder? Ne, ist ein Wende. Okay, müssen wir also wieder zurück. Was ist denn das für eine Höllenmaschine? Warte mal. Das ist wie ein Raumschiff oder so. Das Datenpad hatten wir schon. Adaptierte Kerntechnologie. Okay, haben wir gescannt. Weiter geht's. Das sind nochmal Überreste. Die nehmen wir natürlich auch mit. Und wir gehen weiter zurück in die Richtung. Da war die Mauer. Da ist wieder Nickel. Also mir ist jetzt noch nicht aufgefallen, dass irgendwie Pilze hinter mir herausschießen. Aber ich habe jetzt auch nicht wirklich auf die Pflanzenwelt geachtet. Scheiße, ist das grün hier. Ich spüre schon, wie meine Allergien wieder aufflammen. Ich sehe aber da hinten. 2 Millionen Lichtjahre von zu Hause entfernt. Und Sie haben Allergien? Keine Ahnung. Vielleicht schlägt auch nur mein Spinnensinn an. Da ist aber noch mehr. Da hinten sollten wir erstmal hin. Also die Richtung ist schon mal richtig. Wenn man wirklich nicht so gerne rennt, kann man das halt mit diesen... Warte mal, hier ist irgendwo was wieder. Aber ich sehe es nicht direkt. Vielleicht haben wir es auch schon geholt. Da geht's wieder hinaus. Genau, da war der Monolith. Aber ich habe das Gefühl, jetzt rennen wir im Kreis. Oder? Ja, jetzt rennen wir wirklich im Kreis. Ja, hier waren wir doch. Genau, da haben wir die doch aus der Stase gerettet. Boah, wir Hohlköpfe. Aber da hinten wird halt noch was angezeigt, wie du siehst. Und das verschwindet so ein bisschen aus dem Bild. Schau mal auf die Karte. Da ist noch was. Ach, Kiriam. Was haben wir hier? Bepflanzung. Ja gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Wir gehen erstmal zu Kiriam zurück, oder wie der heißt. Nein, keine schnelle Reise. Wir wollen keine schnelle Reise. Ich möchte im Spiel echt keine Schnellreise machen. Ist zwar machbar, aber will ich nicht. Das muss nicht sein. Ich kann zwar so schnell rennen. Warte mal, hier ist schon wieder Nickel.
Aber ich muss es nicht permanent machen. Ich weiß nicht, was dieses Feuer verursacht hat, aber wir sollten vorsichtig sein. Das Feuer kenne ich auch noch nicht. Okay, da kommen wir nicht drüber. Ah, das war da rein wieder. Hm, okay. Jetzt sollen wir ja auch rein. Sehr gut. Meter. 20 und die schaffen wir auch noch. Nutzt du mal die Treppe? Danke. Na, auf. Du fühlst dich kein bisschen anders? Ich glaube nicht. Warum? Du etwa? Ich bin ein bisschen benebelt, aber das könnte auch einfach nur an der Müdigkeit liegen. Ach, das sind die aus der Stase. Was meinen Sie mit grauen, stacheligen Aliens? Cat? Nein, sie waren anders. Wir haben sie gesehen, als wir gerade eine Untersuchung des Gebiets vorgenommen haben, bevor wir eingefroren wurden. Sie meinen Turianer? Sie haben Turianer gesehen? Wieso unterhalten Sie und Torva sich nicht später darüber? Jetzt möchte ich Ihnen erstmal dafür danken, dass Sie mein Team gerettet haben. Sie haben nicht gelogen. Kieran hat uns alles erzählt. Sie hatte sogar Bilder. Ich entschuldige mich für die Unfreundlichkeit, mit der ich Ihnen anfangs begegnet bin. So schlimm war es gar nicht, oder das war verständlich? Es war verständlich. Machen Sie sich deshalb keine Gedanken. Sie hatten keinen Grund, mir zu vertrauen. Die letzten Aliens, denen Sie begegnet sind, waren die Cat. Ryder, was Sie hier getan haben, Ihr Verständnis für die Relikte und Ihr Sam müssten Aphra davon überzeugen, dass Sie ein Gewinn für uns sind. Wir sollten so schnell wie möglich mit ihm sprechen. Vielleicht auf der Tempest? Ich habe nachgedacht, Kieran. Wenn Ryder die Relikte verwenden kann, könnten wir dann nicht die Monolithe reparieren, um Havals Verfall zu stoppen? Havals Verfall? Das zu erklären wird eine Weile dauern. Wir können uns weiter darüber unterhalten, wenn Sie Zeit haben. Stufenaufstieg, sehr gut. Eine hoffnungsvolle Spur. Das werden wir auch tun. Forschungszentrum? Ah, hier kann man in die Forschung gehen. Waffen. 170 haben wir. MB-Changer. Das machen wir jetzt nicht. Wir können aber einen Standort für den Außenposten finden. Das Datenpad. Wir können aber erstmal schnell die Charakter leveln. Und zwar Fähigkeiten. So, wir nehmen für uns in Anspruch. Die Barrikade können wir noch ein bisschen hochbauen. Betäubungsschuss. Nein, das wollte ich doch gar nicht. 4 Punkte. Rang 3. 25% länger. Das war schon mal gut. Okay, Soldat ist jetzt auf Rang 2. Alles klar. Wie sieht's bei Cora aus? 0 Punkte. Doch 2 Punkte. Da können wir den Sturmangriff nicht weiter skillen. Da müssen wir erstmal sparen bei den anderen. Okay, gut. Dann, da geht's raus. Da gibt's noch irgendwas. Kommunikationsterminal. Update. Das kennen wir aber schon. Das steht nicht als ungelesen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal raus. Und widmen uns weiteren Aufgaben zu.
die uns auf dieser Insel erwarten. Die sind aber in der Richtung. Weil ich denke, wir sind hier noch nicht fertig. Hola, Chica. Ach, alles gut. So, jetzt gucken wir mal. Da ist nur ein Wegpunkt. Wir nehmen mal die ganzen Wegpunkte weg. Mit Kirin haben wir gesprochen. Bepflanzung. Mineralien-Scan. Ich weiß es nicht. Wir können aber da... Nachdem sie Kirins Team aus dem Reliktzustand gerettet haben... obwohl Hawaii ist nicht alles so, wie es scheint. Ja, wir gehen einfach mal weiter. Da sind Gegner. Dann müssen wir mal gucken, wohin müssen. Da müssen wir hin. Ne, warte. Da müssen wir hin, warte. Hä? Nein, wir müssen nach oben. Da geht es jetzt als nächstes hin. So, jetzt haben wir es markiert. Da lang, genau. Wer weiß, was es hier noch zu entdecken gibt. Erstmal Mineralien scannen. Schon alle? Ich hoffe. So. Freunde! Wo denn? Letzte Sturmangriff ein. Ach, die Dinger. Ja, dass die mich nicht gekillt haben. Okay, hier ist zu. So was zum Scannen, nö. Aber da war was zum Plündern, habe ich glaube ich gesehen. Warte mal, hier. Okay, das wieder. Entschuldigung. Die schlauste KI ist das aber auch nicht. Entschuldigung. Oh. Na, der fällt schon. Was haben wir denn hier? Okay. Ja. Ja. Hier kommen wir nicht weiter. Da sind Überreste. Alles nehmen. So, was haben wir denn hier noch? Okay, geht's auch nicht weiter, oder? Nö. Dann schauen wir uns das Ding hier mal ein bisschen genauer an. Das sieht aus, als geht's da hoch. Siehst du das? Irgendwie sieht das verdächtig aus. Und da geht's nicht hoch, ne. Was haben wir denn hier? Nickel.
Das ist wie eine Art Höhle, aber da kommen wir nicht weiter. 45 Meter auf der anderen Seite. Okay, da müssen wir rundherum laufen, glaube ich. Aua, mein Auge. Weil da kommen wir ja nicht weiter. Hä? Ach so. Wir laufen mal einmal rundherum. Warte, lass mich das nachladen. Alle down? Ja. Okay. Was haben wir denn hier oben wieder für eine Plattform? Hier ist da irgendwo ein Kerl. Oder ein Monster. Da schon mal nicht. Was haben wir denn hier? Ist das eine Tür? Nee. Der zeigt aber immer noch in die Richtung an. ...82 Meter in die Richtung. Schau mal an, hier geht's hoch. Wow. Lass mal die Waffe wechseln. Ja, so geht's auch. So, jetzt können wir hier hoch. Sichere Bedingungen. Das hört sich komisch an. Na toll, und ich hänge hier mein Energieschild fest. Na gut. Na gut. Wo geht's denn hier rein? Meine Sensoren registrieren ein Mineral, das nicht in meiner Datenbank steht, Pathfinder. Wo denn? Sollten wir es für Chief Lucan scannen? Es würde seine Geophysik VI deutlich verbessern. Ja, dann haben wir es ja jetzt gescannt. Es war aber witzig, dass man nicht gesehen hat, dass es da hochging. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt geht's runter. Okay. Kurz auf die Uhr geguckt. Ja, wir sind schon wieder drüber. Wo es hier lang geht, das ist in der nächsten Folge von Mass Effect Andromeda. Ich sage danke fürs Zusehen, schönen Tag noch und haut da rein, lasst mir ein bisschen Liebe da, ein Like, ein Kommentar oder auch ein Abo. Ciao mit X.